Also das Spannende an dem Projekt ist vor allen Dingen, wie es in den kommenden Jahren weitergehen wird und dass man am Ende sehen wird, dass die Mischung stimmt. Die Mischung für Potsdams neue Mitte wird da sein, hier wird studentisches Wohnen sein, hier wird Mietwohnungsangebot von Genossenschaften sein, hier wird es Wohnangebote und Eigentumsangebote geben, aber vor allen Dingen auch Möglichkeiten zum Verweilen, also Gastro, Einkaufsmöglichkeiten. Und eine richtige Innenstadt, wie man sie sich eigentlich vorstellt, entsteht hier jetzt neu. Der Alte Markt ist der zentrale Stadtplatz für die Potsdamer Mitte. Er ist der Stadtplatz der gesamten Stadt und hier können sich alle begegnen und um diesen Platz gruppieren sich die neuen urbanen Quartiere. Wir sind froh, dass wir mit zwei Potsdamer Wohnungsbaugenossenschaften hier auch Akteure der sozialen Wohnungswirtschaft in Potsdam gefunden haben, die sich hier engagieren bei diesen doch sehr anspruchsvollen Baufeldern. Und der Erfolg, den man ja sieht, wie die Hochbauten hier aus der Erde kommen, also wie der Bau voranschreitet, gibt uns ja recht und stimmt uns da sehr zuversichtlich, dass wir am Ende auch mit einem guten Konzept und einem schönen Quartier hier dastehen werden.